Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable und zu meinen Tipps zum Jasper Kürbis Event. Als erstes, bevor ihr nach Golden Hills zur Jaspers Kürbisfarm geht, solltet ihr beim kopflosen Reiter die beiden Filmsequenzen euch angeschaut haben, denn nur dann könnt ihr auch hier diese Quest beginnen. Entweder portet ihr euch direkt vom großen Kürbis hierher oder ihr macht euch auf nach Golden Hills, wie euch dasselbe lieber ist. Dann startet ihr die Quest bei Jasper, dann habt ihr diesen Stand erreicht, bei dem wir uns gerade befinden. Dann heißt es, ihr könnt täglich erstmal einige der Kürbisse suchen. Die ersten 5 der Kürbisse, die könnt ihr in einem Intervall von 8 Sekunden finden. Wenn ihr euch fragt, woher ich das weiß, Star Stable hatte das auf Instagram gepostet. Dazu nochmal vielen lieben Dank an die Cora. Doch jetzt fragt ihr euch vielleicht, wo spawnen denn die Kürbisse? Und das zeige ich euch jetzt. Die Kürbisse spawnen als allererstes mal im vorderen Bereich von Golden Hills Valley, also in diesem Bereich hier. Der erste Spawnpunkt, also der erste Punkt, wo ein Kürbis sein kann, ist hier. Übrigens, falls ihr euch fragt, warum bei mir da jetzt jeweils gerade keine mehr sind, ich habe schon ein höheres Maß an Kürbissen heute gefunden, deswegen werden bei mir sehr wahrscheinlich maximal ein Kürbis noch zu finden sein. Ihr könnt auch hier oben vor dem Gitter zu Pi, könnt ihr einen weiteren Kürbis finden. Danach machen wir uns nach unten, denn ein weiterer Spawnpunkt der Kürbisse befindet sich hier vorne. Die Kürbisse kann man übrigens auf einer sehr hohen Reichweite schon entdecken. Das heißt, ihr seht, ihr könnt sie eigentlich nicht verfehlen. Der nächste Spawnpunkt ist einmal hier oben. Dann einmal hier unten direkt bei Emma. Und der nächste Punkt und der letzte Punkt, unsere Route zumindest. Es kann sein, dass es noch einen weiteren Punkt gibt, aber am besten macht ihr es über diese Route. Der nächste Punkt ist dann hier vor... Der nächste und letzte Punkt ist dann hier oben, genau hier vor dem Vogelscheuchenberg. Hier spawnen anfangs alle 8 Sekunden ein Kürbis, wo ihr dann die 3 Kürbisse finden und zurückbringen müsst zum großen Kürbis. Und danach, der Spawnpunkt Nummer 6 und 7 ist im Zeitpunkt von 20 Minuten dazwischen. Und danach, der 8. und jeder weitere Spawn, sind dann immer 40 Minuten dazwischen. Also könnt ihr die ersten immer schön schnell finden und danach könnt ihr zwar beliebig viele pro Tag finden, aber natürlich an ein Maximum gecapped von alle 40 Minuten jeweils einer. Habt ihr die Kürbisse zurückgebracht, könnt ihr dann eines der 3 Minigames machen. Das erste wäre Flieht vor dem Kürbis. Da keine Angst, falls euch der Kürbis erwischt, er setzt nur seinen Timer zurück, also ihr müsst dann einfach nur weiter vor ihm weglaufen, bis ihr den Timer abgelaufen habt. Entweder müsst ihr ihn danach noch fangen oder manchmal gibt euch auch der Kürbis direkt seinen Kürbis. Habt ihr dann die Kürbisse zurückgebracht, könnt ihr beim Kürbis von Jasper oder auch beim Kürbis des kopflosen Reiters die unterschiedlichen Belohnungen bekommen. Die unterschiedlichen Belohnungen teilen sich in unterschiedliche Stufen auf und jede Stufe, wenn ihr sie auswählt, gibt euch eine zufällige Belohnung der Stufe. Das heißt, ihr bekommt jeweils entweder bei der ersten Stufe Pferdeerfahrung hier eines dieser 4 Items oder bei den oberen Stufen dann jeweils eines der Outfits. Bis auf die Mütze ist übrigens keines der Outfits mit Chumpy-tauglichen Werten ausgestattet und auch bei der Mütze fehlt euch 1 auf Pflege. Habt ihr aber einen der Gegenstände bekommen schon auf der Ebene, könnt ihr ihn nicht mehr wiederbekommen, also keine Angst, ihr müsst nicht farmen bis zum Ende. Für 20 bekommt ihr dann übrigens das laufende Pad, den kleinen Kürbis. Ihr habt bis zum 6. November Zeit, alle Sachen zu sammeln, das heißt, ihr bekommt einen für die Event-Quest und dann also so viele ihr wollt pro Tag, aber wenn man die 5, sagen wir mal, bis zu den 8 rausgeht, habt ihr so ungefähr 9 pro Tag. Also damit kommt ihr eigentlich sehr, sehr gut hier durch, denn ihr braucht, wenn wir das mal zusammenrechnen, hierfür 9,
hier für 12, also 21, hier für 41, also mit 41 habt ihr alle Items zusammen und gehen wir mal von 9 pro Tag aus, habt ihr in ungefähr 5 Tagen alles zusammen und könnt danach entweder euer Pferd leveln oder die Splitterquest ein bisschen vorantreiben. Ich hoffe, meine Tipps konnten euch ein bisschen helfen und wir sehen uns dann beim fleißigen Kürbissammeln in Golden Hills wieder. Bis dann. Ciao, ciao.